Ich habe auch extra noch wichtige Informationen in den Titel mit hereingeschrieben. Ich habe jetzt auch gerade Chris noch verlinkt. Quasi besteht mein Streamtitel aus SEC 24 Stunden Nürburgring, Quali in Klammern, ich wurde nicht gefragt. Ganz wichtige Information. Danny, wolltest du auch noch auf den Stream kommen? Nicht auf den Stream, auf den Server. Ja, gut, zur Not, sie kann es auch im Stream sehen, ne? Ja, klar. Also sie muss nicht, aber es gibt keine Vorgabe, ne? Also wir dürfen alle hier auf dem Server sein. Es gibt ja auch Veranstalter, wo die sagen, nur die zwei Qualifahrer, weil deren Serverkapazität irgendwie. Wegen Server-Performance und so eine Ja. Scheiße. Aber davon ist hier noch nie was gesagt worden, also können wir auch alle drauf. Wir könnten, theoretisch durften wir als Spectator sogar bei der Superpole noch drauf bleiben. Das hatten wir auch schon. Trotzdem, wir haben 11 nach. Drei. Bin schon dabei, bin schon dabei. Komm, bin schon auf dem Weg, bin schon auf dem Weg. Will nur schnell abspeichern. So. Bup. So, dann gehen wir mal runter. Ich gehe eine rauchen. Deswegen darf ich den ersten fahren. Okay. Nein, im Grunde darfst du den ersten fahren, weil es 3 Grad wärmer ist und die Sonne so tief steht. Ja, okay. Was haben wir? Sack Racing Quali 2 ist das, ne? Zack Racing Qualifying 2, ja. Aki TV ist online. Hallo Danny. Schön, dass du guckst rein ins Stream. Das ist. Dann würde ich dir das Auto jetzt geben, dann kannst du in Ruhe noch dein Setup laden. Vier, was? Schön, dann lade dein Setup jetzt. Ruhe. Der Bursche ist auch auf Tür. Mark Racing ist live. RRVGT ist live. Jonas van Kreisel ist live. Oli Baba ist live. Alle live. Ist total cool, klauen wir uns alle gegenseitig, die Viewer. Yeah, Totzi ist auch da. Ja, Dani ist Erster. Erste. Ich ziehe mir jetzt gleich meine Hose an. Okay. Ich war eben noch duschen und dann war es schon fast 18 Uhr. So, aber das hat ja jetzt Gott sei Dank noch alles geklappt. Entry List und so. Schon mal Jans Jod. Da hier da noch nicht so wahnsinnig viel passiert, lasse ich euch mal ein bisschen Info durch den Stream taumeln. Gerne hier auch vorbeischauen. Wo er unser Haus und Hof
Server, nein, unser Haus- und Hof-Rennveranstalter. Zwei von den Jungs, die dort ganz hoch in der Orga sitzen, ganz hohe Tiere, fahren jetzt mit uns mit bei Apollo Motorsport. Greifen hier mit rein. Topsy fährt gleich den Anfang, gleich mal das Qualifying. Und im Qualifying 2 greift dann der Burschi ins Geschehen mit ein. So. Quali läuft. Gut, Luck, have fun. Ja, mutlos, gracias. Ah. 30 Minuten Spaß für Herrn Totz. Wir liegen heute echt gut im Zeitplan hier. Ja? Schöne Grüße von Marcel an euch. Danke. Schön. Jetzt noch mal eben nachgucken. Ich F3. Ach nein, hier ist die Kamera. Wollte schon sagen. Winkende Hand. Marcel! Hey Marcel, siehst du Chef bei der Arbeit? Kannst du deinen Teamleader kritisieren, wenn du Bock hast? Aber mach das bitte später, wenn Burschi fährt. Mach mir den jetzt nicht nervöser, als es sein muss. Freudentrip. So, ja, das haben wir gar nicht mehr angepasst, ne? Ja, aber ist ja jetzt nur fürs Quali, ist ja okay. Ja, immer noch. Wenn du die schöne Lackierung sehen möchtest, darfst du bei mir auf dem Stream kommen. Da ist sie ja auch. Dann nach hinten wird größer, Totzi, ist alles gut. Die Ikla solltest du von der Pace her normalerweise tanken. Ah, ganz entspannt. Habe ich mir gedacht, Dani, ich wusste nur gerade nicht, von wem Burschi quasi sprach. Ja, nächsten Samstag. Kurz vor 3, glaube ich, ne? Ja. Mit Herrn Totz in der Startaufstellung. Thank you.
Tots entscheidet selber, wie weit vorne. .53 schon mal gar nicht schlecht. Ja, ob das Bespaßung wird, das sehen wir dann so ab der Hälfte des Rennens. B1 hat bisher eine 54-0. Vollmast mit der 55-2. Ja, das ist außerhalb unserer Region und ich tippe auch mal ganz stark, so wie es aussieht, tendenziell die schnelleren werden Q2 fahren. Olli Maletz bisher eine 56-9. Ja, der hat beim aber auch schon 55 tief gefahren. Jetzt haben wir schon 1,53. Ja. Mit dem Spielplatz haben wir nichts zu tun, das sollen die Mounter sich ausmachen. Ne? Wir müssen im Durchschnitt schneller sein als die. Das andere ist Quatsch. Ja, macht ja Sinn. Nach Jonas kommt ja noch Mavix, dann kann ja nicht besser werden. Also tendenziell eher schlechter. Wieder gut aus, trotzdem. Jo. Jetzt entspannt zu Ende fahren. Warte, ich lese das mal vor. Let's go, Totzi! Ungefähr so. Eine Runde fahre ich noch und dann fahre ich in die Box. Ja. Frech, wie man durchgereicht wird, ne? Totzi fährt Quali 1, ich fahr Quali 2. Auch im Streamtitel in Klammern, ich wurde nicht gefragt. Doch, du durftest dir aussuchen, ob du Q1 oder Q2 fährst. Ja, danke. Und das hast du auch gemacht. Ja. Ja, da wurde ich ja nicht gefragt. Nö. Wie fühlt sich das so an? Geht schon. Passt schon. Boah, fuck. Ah, komm. Schade, aber 13, 2,5 kannst du noch wetten. Alles gut. Das waren jetzt so die ersten 10 Minuten. Alles gut. 57,0. Naja, Marcel, 54 wirst du bei mir nicht sehen. Das ist außerhalb unserer Preisklasse. Mavix vorne mit 53,3. Das kommt noch hinter mir. Und jetzt noch zwei. Jetzt kannst du. Danke. Ja, der Uwe ist hinter mir. Mit wie viel Liter warst du draußen jetzt? Mit 20. Also ich habe noch 7,5. Habe ich jetzt noch drin.
Ja, also effektiv kann ich ja sogar noch ein bisschen runtergeben im Sprit. Ja, da wirst du aber nicht viel mit rausholen. Ja, glaube ich auch nicht. Dann lieber noch mal einen längeren Sinn fahren können, noch, wenn du eine schöne Lücke hast. Ja. Ah, rein. Rein, die Arme noch mal ein bisschen schütteln, noch mal einen frischen Satz mit rausnehmen. Ja, also ich hatte jetzt einen schönen Stint gehabt. Ja, alles gut. Um 22 von 32 ist jetzt auch nicht so verkehrt. Alles gut. Ja, ein bisschen ist aber noch drin. Ich habe jetzt die letzte Kurve noch versaut und war wahrscheinlich noch ein bisschen weiter. Also wäre ich unter 1,57 gewesen. Ja, wäre drin gewesen, auf jeden Fall. Gut, kannst ja gleich noch machen. Das heißt, ab jetzt darf er porten, ne? Genau. Ja. Du hattest jetzt den Reifensatz 2 drauf, ne? Ja. Also meine sind 1 bis 3 und deine sind dann... 5. Genau. Ja, alles klar. Uwe Meier auf 12? Ich glaube, das ist ein anderer, oder? Nee, doch, ist ein anderer. Van McLaren. Ich wollte gerade sagen, hat der voll in meinem Training nur gefoppt oder was? Ja, die fahren, Ashton. So. Jetzt hätte ich eine Lücke. Marlitz auch nur auf 23. Überlegt, was das für Q2, Split 2 trotzdem für Quali-Zeiten sind, ne? Oh, ich hab den Herrn Bischof vor mir. Ja, den siehst du nicht lange. Besser vor dir als hinter dir. Ja. Ja. Der hat vorhin im Training aber auch eine 52,9 gehabt. Ah, Christian, grüß dich. Ja, euch auch viel Erfolg. Ich habe gesehen, du hast mir auch in Discord geschrieben, bin ich jetzt aber gerade noch nicht zugekommen, da reinzuschauen. Ist das Flüssi-Büsi? Ja. Hört er uns eigentlich? Nur beim Stream. Ja. Servus, Christian. Hallo, Christian. Hallo. Du darfst auch ein Headbound starten. Jetzt sag mal Uwe Bescheid, push it to the limit. Wir haben, eben noch Probleme mit der Entry List gehabt, deswegen. War hier gerade noch ein bisschen Alarm. Schöne Lücke nach hinten.
das war schon mal scheiße. So geil, sie haben wieder nur bekannt gegeben, wer Split 1 streamt. Wahrscheinlich macht Andi Pedale heute wieder Split 2, ne? Da habe ich wieder den falschen Streamer in meiner Beschreibung. Können sie mit die machen heute nur, gestreamt wird heute nur vom, heute gar nichts vom Andi. Der Bring macht heute alleine Streaming vom Split 1. Okay. Doch. Also es war mindestens eine Ankündigung. Ja. Dass wir keinen weiteren Streamer haben, sondern nur der Christian Brenning, also Chris Racinger. Naja, ja, den habe ich auch verlinkt, ist alles gut. Aber, also wenn ihr dann Split 2 sehen wollt, dann müsst ihr auf meinem Kanal bleiben. Oder zu Burschi, oder ich weiß nicht, dann die streamt wahrscheinlich nicht, weil sie ist nicht auf dem Server, das würde keinen Sinn machen. Die bearbeitet wahrscheinlich gerade ihr Popcorn. Ja. Die Geschichte. Ja. Zwei Zehntel liegen da noch in der letzten Kurve. Ja. Ja, ist okay, dann es reicht auch, wenn Burschi und ich das uns heute teilen. Das 24er können wir uns dann zu dritt teilen. Seinen Topspotten hier. Meiner 55-60 vorhin gemacht hat, wäre ich jetzt P13, P14 so in dem Dreh. Okay. Irritiert. Klingt doch gar nicht so. Ja, zusammenkriegen muss man es, ne? Ja. Aber das müssen die anderen auch. Ja, ist richtig. Ich habe überlegt, dass selbst so ein Jonathan Harz im Gegensatz zum Mavic so abgeschlagen ist, ne? Ja. Aber auch eine gute Runde erwischt. Was wäre?
Kollegen von Meier. Okay. 56,1 ist schon. Ja, das ist schon nicht ohne. Lass dich nicht irritieren durch die Platzierung. Die Platzierung ist im Moment völlig irrelevant. Die 2/10 oder 2,5, die helfen unheimlich für die Durchschnittszahl. Das ist entscheidend. Wasabi-Popcorn, das ist doch lecker. Das ist ja wieder was anderes. Die würde ich dann abends mit dir auch nackig auf dem Sofa verspachteln. Schön bei Dirty Dancing oder so. Gut. Sauber. Noch so eine. Noch drei Stück von hinten. Ja, wie etwas die hier machen, ey. Ja, ja. Jetzt kommen die anderen beiden noch. Ja, ja. Hab ich einen Blick. Sehr gut. Die Plätze vor uns sind jetzt momentan. Platz 24 ist gut, eine 1/10 vor dir. Danach wird der Gap dann ein bisschen größer. Nochmal 3/10. Alles schicki. Ja, war gut. Das war doch gut! Jetzt gehe ich mal ganz schnell Pipi machen, dann habe ich nur noch einen Stint. Schnell, den letzten.
Oh, die Ruhe musst du erstmal haben. Die quasi schon die Fingernägel durch den Raum fliegen. Aber dass man trotzdem mit solchen Zeiten so abgeschlagen nach hinten ist, ne? Ja. Oder guck dir die ersten 10 an, oder was, ne? Ja, es ist so, weiß ich nicht. Und da muss man sich immer noch vor Augen führen, wir fahren Split 2. Ja. Das Niveau ist schon knallhart hier. Ah, der Uwe war echt eine gute Runde erwischt. Oh, jetzt muss er erstmal fahren. Mhm. Olli eine 55,7 ist auch gut. Da werden sie aber tendenziell vor uns bleiben. Weil ich glaube, der Christian. Der Gap ist zu hoch zwischen Totzi und Uwe. Da brauch jetzt nur Christian eine tiefe 55 hinlegen. Oder tendenziell schneller sein wie ich und dann reicht das ja schon. Oder die gleiche Zeit fahren, ne? Ja, reicht ja auch schon. Aber ist ja auch wurscht. Alles unterhalb von P32 ist ein Gewinn. Alles gut. Wenn wir ungefähr da rauskommen, wo Totzi jetzt steht, 25, ist doch alles gut. Ja. 411 und 145. Wieso, wer ist das? Muss man die kennen? Ikla und Hake, sagt mir gar nichts. Die Ikla ist, glaube ich, die Lebensgefährtin vom Bloody Rain, also vom Benny, von dem Streamer. Ja gut, das ist ja sein Problem, da habe ich ja nichts mit zu tun. Eben, mit zu tun nicht. Aber ja. Die ist tatsächlich auch recht sympathisch, die fährt auch einen ordentlichen Stiefel. Oh, letzte Session. Ja. Ja. Reicht auch nur noch für eine sitzende Runde. So, den 977 noch vorbei und dann die Luft. Alles klar. Schießt ab! Schießt ab! Quarterpenny! Schon wieder ein Bischof vor mir. Ja, ja. Irgendwie habe ich es mit dem, habe ich das Gefühl. Ja, du triffst ihn nicht. Was ist los mit dir? Echt? Ja. Muss alles mit Fernmitteln von sich gehen. Ja. Sind unsere Fernmittel. Richtig. Ihn abzuschießen. Fair abgeschossen. Okay. Fair ist immer eine Frage des Reglements. Ja, so. Im Schmutz. Ja. Wer jetzt gedacht, Mavix auf 1. Was für ein Zufall. Überraschung. Also wäre es nicht so gewesen, das hätte mich jetzt stark gewundert. Wäre ich auch enttäuscht gewesen. Ja. Danny, schaust du mal in den Stream von Split 1 und schaust mal, was die da bisher für eine Bestzeit stehen haben. Würde mich mal interessieren. Du hast doch mit Sicherheit auch den Stream auf, oder? So, und auf geht's. Nochmal konzentrieren. Im nächsten XOR-Briefing sagt dann Totzi voller Stolz: Hallo alle zusammen, bevor ich die Strecke vorstelle, ich habe Mavix abgeschossen. Thank you.
Versuch was wert. Ja. Meiste Zeit hast du in deiner Lieblingsgruppe eben liegen lassen. Versuch dir jetzt nochmal ein bisschen weiter von links außen anzufahren. Braucht er nicht mehr, fährt keine Runde mehr. Es sind 7/10, die liegen nicht in einer Kurve, glaube ich. Nee. Aber es war ein Test. Aber da ist die Zeit jetzt konstant geblieben. Die hat er ja vorher liegen lassen. Ja. Alles gut. Feine Box. Sauber, Totzi. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Raus. Ich hätte gern mehr geschafft, aber... Ach ja, komm. 56,6 ist keine schlechte Zeit. Du darfst das nicht mit dem Feld hier vergleichen. Du musst das mit deinen eigenen Bestzeiten vergleichen. Richtig. Weiß nicht, und das, was Rennen, du, das Rennen geht 24 Stunden. Was hier deine All-Time, deine Bestzeit ist? Also ich glaube, ein bisschen wilder drin gewesen. Also ich denke mal, niedrige 56er, wenn sogar 55 hätte ich noch hingekriegt. Also du hast in der einen Kurve nochmal 3/4 weggeworfen, in deiner schnellsten Runde quasi. Also so eine 56,2 oder so, 56,3 wäre sicherlich theoretisch drin gewesen. Von dem, was du mal im Delta hattest. Die ersten, Dani schreibt gerade 53,7, der erste in Split 1. Ja. Oder Marbix fährt hier eine 53,1 oder sowas, ne? Naja. Ja. Und wie gesagt, vorhin auch schon eine 52,9 gemacht, also. Das heißt, der ist hier einfach mal 6/10 schneller als der erste in Split 1. Ja. Wir werden mal schauen. Beim letzten Mal haben sie zwischendurch immer wieder Ergebnisse veröffentlicht auf dem Discord von der SEC zwischen Split 1 und 2. Ja gut, aber es ist ja tendenziell ist ja die Reihenfolge jetzt so, wie sie steht, ne? Ja, auch da ändert sich aber auch noch ein bisschen. Meinst du strafenmäßig oder was? Nur strafenmäßig nicht, aber Durchschnittszeit, also jetzt nach dem zweiten Fahrer, es ist ja nicht gesagt, dass überall der bessere Fahrer als zweites startet. Also das ist ja nicht zwingend. Ja, also ich meine nur, wenn sie jetzt zwischen Quali 1 und 2, da brauchst du ja kein Ergebnis, also... Nö, aber sie haben letztes Mal so ein Zwischenergebnis gemacht, einfach als Informationsdienst, damit man wusste, was in dem anderen Split so los war. Okay. Jetzt also noch gar nicht aussagekräftig oder so, sondern einfach nur so... Aber nur mal so. Ja. Plus eine Sekunde der 22. Was? Aber warum Totzi jetzt auf einmal 30 Grad hat, verstehe ich aber auch nicht. Beim Training waren es nämlich auch nur 23. Also, Becke steht auf 30. Ja. Richtig, und vorhin war es 23. Training Q1. Oh. So, und bei mir müsste jetzt 2020 stehen, ansonsten haben ja die Trainingstemperaturen auch wieder nichts gebracht. Waren denn deine Luftdrücke okay? Das hat soweit gepasst, ja. Mal gucken, springt er jetzt gleich aufs freie Training? Genau. Und wenn er ins Qualifying 2 springt, springt er ja nochmal eine Stunde nach vorne. Genau. Wie gesagt, ich bin bei 2020 gefahren und auf Q1 Training war normalerweise 23. Hm. Ja, die Nummer 5, das erste Auto von Kiesbett, Freunde, ist glaube ich ein 1. Platz 27, okay. Wie viele fahren denn da? Überhaupt in 1 Grad, kannst du das sehen? Wir haben jetzt hier, was haben wir, 32 oder sowas gehabt? Ja. Will ich auch wieder das ein oder andere geben, das im Rennen dabei ist, aber beim Qualifying nicht. Verstehe auch nicht sowas. Ja. Ja gut, wenn du so gar keinen zusammenkriegst, ne? Aber wenn du wenigstens einen hast, mein Gott, dann fahr halt eine Zeit, ne? Kriegst halt eine Strafe obendrauf, aber dann fahr halt eine Zeit. Ich finde, es gehört halt irgendwie auch zum Rennen dazu. Ja, klar. Springt er so?
Ja, müsste gleich umspringen, ja. Danach. Früher war der Name ja Programm, da musstest du dich wirklich qualifizieren. Da ging es nicht rein um die Startposition, sondern erstmal darum, dass du überhaupt am Rennen teilnehmen darfst durch die Qualifikation. Wie heißt der Qualifikation? Also. Paragraph. Auf ohne Leerzeile, ne? Ja, Paragraph, dann SWAP. P. Leerzeile und Burschi ist die 3. Ja, ist schon drin. Sehr schön. Ist schon in der Auto. So. Dann kann ich mir mein Essen schnell mal holen, ne? Mhm. Du Glücklicher hast ja eins. Ja, meine Frau hat das gemacht. Das, oh, guck mal. Lieb. Meine war heute auch draußen grillen. Ja, super. Also bis gleich. Ich werde euch gleich nach dem Training mal kurz alleine lassen und werde meinen Dönermann überfallen. Gelähmt. Lass mich mal. Okay. Was steht denn jetzt der Hessig vor deiner Tür? Also. Keine Ahnung, er hat mich gesehen, hat sich gedacht, scheiße, ich lock aus. Direkt nochmal geportet, zurückgesetzt. So, wer fährt denn alles? Backal fährt. Ah, tendenziell noch ein schneller Mann. Ja, Jonathan müsste noch wechseln. Ja. Meier muss auch. Warum fährt denn Meier im Training raus? Wahrscheinlich, wenn der jetzt gleich durch die erste Schranke gefahren ist, wechselt der Name. Also wenn er vom Sektor 1 in Sektor 2 fährt. Ja, das kann sein. Nehmen wir an, dass Christian schon drin sitzt. Oder, oder die machen jetzt wirklich den Fahrerwechsel über einen Boxenstopp, das geht auch. Ja, das kann auch sein. Macht zwar keinen Unterschied, aber... Ist ja freies Training, dürfen sie ja. Also jetzt hätte Totze ja auch noch fahren dürfen. Ja, ach, das macht doch gar keinen Sinn. Die scheinen Boxenstopp zu machen. Also ich bin da und das ist erstmal. Ja, isst mal. Was gibt's denn? Frikadelle mit Bohnen, Hähnchen, Pilz. Das ist fies. Androiden sind schon im Auto. Ja. Wenn die heute schneller sind als ich, will ich sofort deabonnieren. Da habe ich keine Aktien drin. Du hast übrigens 4 Sätze, ne? Okay. Weißt du, könntest jetzt auch Satz 3 drauf machen, ja? Ja, ist er ja schon. Ist neuer, also der wurde noch nicht gefahren. Ja, das müsste er aber auch sehen in seinem Setup-Einstellung. Ja, Reifensatz 4 hat er mir gegeben. Oh, so. Das fährt reicht aber. Fährt der Uwe jetzt am schönsten Auto vorbei? Fährt der Uwe jetzt nochmal oder was? Nee, ich glaube, die machen jetzt einen Boxenstopp und wechseln die Fahrer. Ja, wahrscheinlich haben sie Angst, dass mit dem Swap wieder irgendwas kaputt geht. Ja, also sie haben gesagt, ne, du darfst swappen, ist aber auf eigene Gefahr. Also. Ja, ja. Von daher, es machen einige hier mit dem Boxenstopp. Hm. Ja, wenn nichts war, wenn nichts gewinnt. Christian muss ja jetzt auch nicht rausfahren, der übernimmt die Karre und sobald er quasi abgebockt wird, drückt der Escape, setzt sich zurück in die Box und dann ist gut. Ja. Das Geile ist, wir sind sowieso fast auf dem letzten Boxengassenplatz. Das heißt, da darfst du gar nicht noch ein rauchen gehen, wo ich rausfahre. Eine? Ah, jetzt sitzt Christian drin. Er fährt 2 Meter vor und jetzt wird er sich in die Box setzen. Zack. Tatsächlich stehe ich im Moment drin. Wer? Timesheet. Du stehst immer drin, als erst, wenn eine neue Session ist. Der erste Fahrer steht immer zuerst rein. Mhm. Ja. Also bei mir wirst du hier als S-Push schon geführt.
Ja, also Burschi steht bei mir auf Fahren, das ist das Wichtige. Ja, bei mir auch. Das ist das Wichtige. Nee, es sollte wichtig sein, dass es bei mir steht, nicht bei dir. Das stimmt. Ah, siehst du, da sind die ersten Qualifying-Ergebnisse von Split 1 und 2. Okay. Ah, guck mal hier. Die haben jetzt schon KK Crema Racing Esports in Split 1 gepackt. Also die fahren zwar hier bei uns die Quali, aber die stehen für die Startaufstellung schon in Split 1. Mit der 53.1 vom Mavix. Okay. Noch welche weggerutscht, ne? Boah, da kenne ich jetzt nicht. Das heißt, es kann jetzt sein, dass auch welche, die jetzt gerade Q1, Split 1 gefahren sind, auf 2 runterrutschen, oder was? Ja, also fürs Rennen, ne? Die wechseln jetzt nicht während der Quali die Server. Ja. Aber ist, also im Moment würde nach den ersten 30 Minuten würde KK Crema Racing Esports quasi in Split 1 starten. Und ich nehme jetzt an, dass das Van Kreisel nicht so wahnsinnig viel langsamer fährt, dass sie noch in Split 2 rutschen. Also wenn wir in einer Woche mit denen nichts mehr zu tun haben. Nee, der ist meistens so eine halbe Sekunde langsamer. Ja, weil ich bin jetzt aber auch nicht wirklich traurig drum. Nein. Alles gut. Im Moment würde Kiesbett-Freunde Nummer 5 zum Beispiel Split 2 fahren. Und Startplatz 3. Ja. Aber danach käme, also jetzt käme ja dann gleich die zweite Session, dann würde man das nochmal gucken, wie es dann aussieht. Und dann würde ja nochmal die Super Bowl unter den ersten 10 jeweils gefahren. Ja, da haben wir ja auch Gott sei Dank nichts mit zu tun. Wahrscheinlich nicht. Nein, definitiv nicht. Darum geht's ja jetzt im Moment gerade auch nicht. Nein. Wir möchten sauber ins Ziel kommen und sauber durchfahren. Ja. Und Sonne. Ich hoffe, die Frikadelle schmeckt. Wir sind Hähnchen, aber alles gut, danke. Achso, okay. Ja, schmeckt gut. Na guck. Hab ich mir verdient. Aber sowas von. So, dann schaue ich jetzt noch mal, ob die Familie mittlerweile hier eingetrudelt ist. Dann bin ich auch sofort wieder da. Jojo. Ich fahre nicht weg. Noch Strohwitwer. Immer noch. Machen wir mal den Kollegen über die Schulter. User joined our channel.
Ja, raus hier, hilf, hilf, hilf. Ladies, macht ein bisschen schneller da vorne. Willst du mich jetzt verarschen? Verschwinde! Und jetzt lässt er Abstand. Das ist so ein Quatsch. Wenn man das über die ganze Runde verteilt gemacht hätte, ne? Ja, gefühlt sind mir die da vorne aber immer noch zu nah. Scheiß Dreck. Und ich erstmal eine Zeit hin, um dich zu orientieren. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. So kann ich keine Runde fahren. Versuch den Abstand größer nach hinten, also noch ein bisschen. Jetzt ein bisschen Tempo aufnehmen. Die sollten sich halt da vorne auch ein bisschen auffächern, weil die sind ja fast im Zweikampf. Nehmen sich selber den Platz weg. Hinter dir, der ist aber schnell in Runde. Ja, war ich eigentlich auch. Ach so, okay. Solange Burschi keine Red Lap hat, ist es, soll ich nicht zwingend durchlassen. Zwingend durchlassen musst du es, wenn du selber blaue Flaggen angezeigt bekommst. Wie ich in der kurzen Zeit auf die aufhole, das ist zum Kotzen. Ja, sonst fahr in die Box und such dir eine andere Lücke. Noch was 25 Minuten Zeit. Die andere Seite der Strecke quasi ist im Moment komplett leer. Also wenn du jetzt hinter der 977 wärst, die gerade am Startziel ist, Platz ohne Ende. Da wo du bist, knubbelt sich gerade alles.
Hey, Uwe! Starke Komm, Runde. Lass mich durch, lass mich durch! Trotzdem stark gefahren, oder? Rot. Na komm, fahr. Wie viel habe ich noch? Eine fahre ich noch. Tendenziell mit mehr Abstand. Ja, der war ein bisschen schneller wie du. Also ich denke, ja. Als Orientierungspunkt nehmen. Hinter dir, der ist jetzt noch 3 Sekunden weg. Ruhig, sieht alles gut aus, Buschi. Nur zu Ende fahren. Die Idee gut, Dani, aber ich glaube, sie ist jetzt nicht mehr nötig. Ich hatte das eben auch gelesen, ich will ihm da jetzt noch nicht so reinquatschen. 10? Nee, wir hatten überlegt, ob es sinnvoll sein kann, dass du einmal durch die Box fährst, also so eine Art DT machst, um mehr Platz auf der Strecke zu kriegen. Aber jetzt gerade hat sich's, glaube ich, erledigt. Ja, jetzt hat er eigentlich gleich eine gute Line gerade. Außerdem willst du ja jetzt die Runde zu Ende fahren, dann wolltest du eh nochmal in die Box, ne? Genau. Stark. Andreuten auch mit einer 53,2.
kannst du mir eigentlich die Zeiten anzeigen lassen? Tab. Also wenn du auf Fahren drückst. Gedrückt halten dann. Ah, okay, erstmal. Und dann abgedrückt halten. Dann kannst du mit dem Mausrad auch noch hoch und runter scrollen. Jetzt fahr nicht da zurück. Ach, ey. Ich meine, du bist jetzt auch nicht auf einer schnellen Runde, ne? Aber das weiß der ja nicht. So sollte man es trotzdem nicht machen. Wäre so der Klassiker gewesen, ne? Ja. Das passiert dir normalerweise genau dann, wenn du 5 oder 6 Zehntel im Delta ist. Ja. Ja, schon eine starke Runde hingelegt, Bushing, richtig gut. Dani sagt auch, super Runde, großartig gefahren. Walks this lap. Walks this lap. Bobby. Jetzt sowieso. Jetzt sowieso. Das ist ja nicht mehr. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob wir das auch schön machen können. Schön Platz gemacht. Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn die Reifen eh wechselst, ne, dass sich's gelohnt hat. Das Schönste im Feld. Natürlich. Oh, ich hab dann nach Hause, warte, ich geh mal kurz ordinieren. Bis gleich. Du weißt. Oh. Jetzt muss ich meine Stream-Beschreibung wieder ändern auf über 18. Was brauchst du doch gar nicht? Dann nach Hause kennst du doch, oder nicht? Ja. Ja, ja. Ist hinter mir. Ja. Wo ist denn mein Lieblings-Christian? Stand eben noch hinter dir. Ich glaube, der hat auch noch keine freie Runde. 56,5 bisher. Das ist fast eine Sekunde. Also wenn das so bleibt, dann könnte das auch in der Startaufstellung sich machen. Ich gucke, dass ich nach der 547 mal rauskomme. Aber dann müsste ich, glaube ich, jetzt los. Der müsste jetzt los, ja. Ich habe ja noch die ganze Boxenfahrt. Ja, aber du kommst auf jeden Fall weit vor der 200 raus. Jetzt ist natürlich, da fahren noch zwei raus, die haben die gleiche Idee gehabt. Oh, der 200er fährt eh in die Box. Ja. Und Christian ist jetzt auf der Startziel geladen. Jetzt hat er eine Runde gesetzt. 56,9, okay, war nix. Aber ich denke mal, wenn das mal eine ranhängen, er sitzt direkt hinter dir. Alles klar. 7 Sekunden hast du. Wenn alles gut läuft, holt Christian keine 7 Sekunden auf dich auf in einer Runde. Wenn er jetzt pusht, wenn er jetzt nicht pusht, dann schon. Ja, aber. Wushi wird ja jetzt auch nicht trödeln, der will ja auch die Reifen auf Temperatur kriegen. Das ist richtig. Richtig. Wann wird bei der Pipi-Pause? Ja, kannst du in 15 Minuten machen. Da kannst du dich ausleben auf dem Klo. Nein. Nein. Die sind warm. Sieht gut aus, ja. Sieht immer gut aus, es ist halt leider nicht schnell. Nee. Ach, in der Runde ist es ja egal. Wenn du gerade in der Perspektive, wo du dann die stehende Kamera mal hast, ne? Das ja, stehende rumschwenkt, ne? Und in dem Moment, wo du gerade diesen Slide machst, rutscht du aus dem Bild raus und denkst so, oh, okay, nice Aufnahme. So, Bursche, jetzt nochmals Motivation für dich. Dani hat geschrieben, wenn du die Pole holst, dann macht sie das Auto sauber.
konzentrieren. So meinst du, Danny? Willst du mal probieren? Du bleibst da, wo du bist, mit deinem Audi. Ja, einen mache ich noch, dann hole ich mir nochmal einen Satz. Dann hast du alle drei voll ausgeschöpft. Nein, ich habe alles benutzt. Einen hast du noch. Na. No. Einen frischen, den kann man wieder zurückgeben, gibt's richtig Geld. Ja, super. Ja, ne? Ja, das fühle ich. Die kosten richtig Zaster. Ja. Die guten Sportreifen. Was will ich auf YouTube könnte haben? Ist eins als Reifen oder ein Familienurlaub? Ja. Dann lebe die Volksbank, damit kannst du beides erleben. Ja, super. Denn die machen den Weg frei. Jo, aber ist ja was von. So, jetzt Concentration, Concentration. Ja, sehe ich schon, wo ums Eck jetzt. Oder will ich mir nochmal Satz frische Gummis? Ja, safety first, ne? Ja, und dann gucken wir, was hier noch so geht. Bitz, sie's lab. Bitz, sie's lab. Oh, super. Alpha, Bübchen. So, machen wir's. Oh, sag doch schon mal dem Üwe Bescheid, der soll schon mal die Pillen warm machen. Ich komm jetzt rin. Wir ziehen mal die Decke runter. Ja! Ich glaube, der macht gerade Winkelbeise. Ich hätte gern auf 23 Grad unten Küstennebel.
ist in einer Küste immer Nebel. Auch wenn es sich nicht, vor allem in so einer kleinen Flasche. Hast du auch so kleine Mikrolecks drin? Zwischendrin, ja. 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 Also meine FPS bricht nicht ein, aber es ist wie so... Mach dich das Wisch, ich hab noch Salat auf mir! Vor allen Dingen macht es Sinn, den auf dem Herd zu backen, ne? Außer es ist cool. Es ist, könnte passen. Es ist ein Fleischsalat. Ein Fleischsalat. Und isst man den meistens nicht auch kalt? Kommt das Fleisch an. Oh, genau. Ja. Wo ist der Leberkäse? Kein Fleischkäse, ein Leberkäse. No, genau. Genau. Guck mal, der Christian kriegt noch keine Runde zusammen. Ah, oh, ist mir scheiße, ja. Wenn der eine zusammenkriegt, dann springt der nochmal schön nach oben. Oh, das zweite Qualifying bei Mark Racing fährt nicht Danny, sondern Moppo. Gesundheit. Der kommt aber auch nicht an deine Zeit ran. Das könnte noch interessant werden. Oh, ich hab Bach ein hingelegt, du, das sag ich dir. Oh, das ist noch ein Ei. Ja. So, pass auf, du hast jetzt im Endeffekt... Er kommt jetzt erstmal drei Autos im Pulk. Ja, dann kommen nochmal drei Autos. Oh, kann ich? Naja, kann schon, aber da kommt gleich der nächste Pulk. Das ist mir egal. Da ist jeder mit Dannys nimmer unterwegs. Aber der ist 3,5 Sekunden weg. Ja. Und bisher Platz 21, also tendenziell langsamer als du. Aber der Pulk vor mir ist tendenziell schneller. Laut der Platzierung bis jetzt nein. Super. Bringt mir das was, wenn ich die hinter mir durchlasse? Ja, such dir eine schöne Stelle. Rein theoretisch, wenn du die 6 vorbeigelassen hast, die 6, dann hast du einen guten Gap erstmal. Also ihn und jetzt die beiden noch hinter mir. Ja. Der kannst nach dem 6er fahren, weil der Elber hat auch vorbeigelassen. So, der 4 Elber hat auch aufgegeben. Also der wird auch die nächste Runde abwarten. Na guck mal, das war der Walk noch. Mr. Manu. Scheiße, ja, wer das ist, der Vögel. Da, wenn du dem hinterher fährst, kannst du. Der ist tendenziell schneller wie du. Ja. Glück gehabt hat er. Ja, ich glaube, das hat bei ihm nicht viel Glück, mit viel Glück zu tun. Ölle Nasenböhre. Doch, aber ehrlich, du. In die Box, ey, leck mich an, ey. Okay, Freifahrt. Freifahrt für freie Bürger. Box fest die Scheiße. Jetzt hat er richtig Platz. Abgefahren mit Marzipan, ey. Platzierung oder nur ein bisschen? Wenn du noch 2/10 findest, 2/10 würden noch mal gut 3 Plätze ausmachen. Oh, ich guck mal das Fenster, ich guck mal, was die ich. Glaub's zwar nicht, aber. Ja, theoretisch wirst du noch 2 Runden schaffen. 2 schnelle. Ja.
hoffe, du hast genug Sprit dabei. Nochmal sammeln, sortieren. Ja. Ich sage ja schon nichts mehr, ich bin schon ganz still. Nö, alles gut. Christian scheint nicht ganz auf den grünen Zweig zu kommen, ne? Nee. Also wird eher nach hinten durchgereicht, als das nach vorne geht. Ich habe jetzt auch nicht weiter beobachtet, ob er so gar keine freie Runde kriegt oder ob er es heute einfach nicht zusammenbringen kann. Na gut, wenn ich jetzt mal gucke, also jetzt hat er komplett Platz vor sich und hinter sich. Also auf der Karte, ne, wenn du auf der Karte schaust. Achso, da Coca-Cola Kurve, ja. Das ist schon ein bisschen fies, ne? Manu, mach dich weg da, du bist nicht auf einer Schnellen. Danke. Ehre, denen die Ehre gebührt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das über Manu nochmal sage, aber im Moment finde ich es einfach einfach. Im Gegensatz von vor einem Jahr oder anderthalb Jahren. Hat sich gesteigert, ne? Hat also sich, was? Hat sich gemacht. Ja. Hast du deine 2/10? Richtig stark, Junge. Richtig stark. Schön. Ins Gesicht. Nur gesagt, 3 Plätze. Willst du eine probieren? Ich weiß nicht, ob der Sprit reicht. Wie viel hast du noch drin? 5/7. Ja, könnte eigentlich reichen. Also im Schnitt 3 Liter brauchst du für eine schnelle Runde. Die langsame kannst du ja Motormapping hochschrauben und ganz dezent zurückfahren. Vielleicht hast du Glück und das springt dann eher auf Overtime weg. Was geht, dann kannst du immer noch entscheiden, ob du sie zu Ende fährst. Wenn noch eine Zehntel findest, kannst du noch einen Platz machen. Zu langsam. Alles gut, dranbleiben. Box. Sauber. Sauber, Burschi. Ganz starke Leistung. Danke. Im Moment P13. Ungefähr eine Zehntel Vorsprung auf P14. Richtig stark.
Liverpool hinleiten. 2,1. Und fährt er mir jetzt in die Karre? Will er mich verarschen oder was? 2,1 Sekunden langsamer als der erste Van Reuten. Richtig gut. 55,3 Burschi, stark. Ich bin immer gespannt, wo wir letzten Endes dann landen. Ja. Landhausen, 18. Hält die Schuhe noch nicht ganz so weit weg, vielleicht muss doch noch in die Superpole. Nee, das glaube ich nicht. Na, warte mal ab. Mach keinen Scheiß. Ja. Da habe ich ja mal gar nichts zu suchen. Oh, ich bin aber heute, ich fühle mich hier schon so ein bisschen wie so ein Pützerfisch, weißt du? Ja. Oh. Leute, es wäre aber auch eine wirklich eine gute Runde. Ja, einfach bübsch. Oh, da hast du mir wirklich gezeigt, was der BMW so kann. Ja. Oh, ich ritte noch den wie ein alles gewachsenes Bunny, du. Ja. Aber richtig ausgewachsen ist. Ja, ja. Schön's macht der Türe öfter, Krieg geht weiter. Ah, das ist aber einen schönen blinkenden Ping. Ping, ping, ping. Was, wer? Du. Ich? Na. Ja, der passt sich dem Herzschlag vom Burschi an, glaube ich. Es klingt zu langsam. Ja, aber das immer in den gelben. Das hab ich bei Dannhausen zum Beispiel, das Blinken. Ja, bei dem sieht's bei mir. Ja, doch, jetzt ein bisschen, ja. Aber also dein Blinken ist ja immer noch im unteren Drittel. Das ist ja alles schicki. Alles gut. Ah, richtig stark. Oh, Alter. Moppo mit Maletz und Rutkowski. Ich glaube, das dürfte sogar gereicht haben, um an dem vorbeizukommen. Christian hat sich auch nicht mehr groß verbessert. Ist eine 56,2 gefahren. Ah. Es könnte sogar reichen, dass wir auch, also dass wir vor den beiden stehen. Müsste eigentlich reichen. Bei der Gap ist doch, also eine Sekunde. Ich weiß nicht, was Totzi auf Uwe verloren hat, aber auch so ungefähr eine Sekunde. Also, es könnte sich eigentlich aufgehen. Es könnte auch sein, dass wir in der gleichen Startreihe stehen, also relativ nah beieinander. Ja. Ich denke, Olli haben wir vielleicht hinter uns gelassen. Die stehen nochmal 6/10 dahinter, das dürfte reichen. Ah. Wo ist hier Red Kiwi? Da. Die waren eben schon hinter uns, die sollten auch hinter uns sein. Feldkamp mit Grützer und Co., die hast du auch hinter dir gelassen. Ja, ich glaube, dass wir in der Durchschnittszeit gar nicht schlecht dastehen. Richtig gut. Gefällt mir sehr. So, wo wird das bekannt gegeben wegen Superpole? Im Discord. Okay. Normalerweise also so Viertelstündchen oder was, 10 Minuten. Ah. Hier kurz die Beine vertreten und dann mal einen Schritt pudern. Dann kannst du gleich Superpole fahren. Wer fährt denn jetzt noch raus? Irgendwas mit der 718 denn los? Warum fährt die denn noch? Ich weiß nicht, wo fährt denn die? Auf der Strecke, kurz vor Dunlop gerade. Ich brauche noch Tracktime, keine Ahnung. Also, ja, gut. Hetzing auch nur 3 Plätze vor mir. Thiemann. Das liegt alles nur in den Pedalen von Totzi und Marcel. Das ist. Ich kann da gar nichts für. Ach, die CSL. Ich glaube, der muss massiv Sprit sparen. Die 718. Gut möglich, ja. Weil der so langsam fährt, oder? Ja, auf Map 4 fährt er auch noch. Schaltet sehr früh. Vierte Gang bei 180. Ah, jetzt hat er Glück. Ja. Green light, go, go, go. Er geht mal vom Server runter, oder?
Ja, also ihr könnt, wenn ihr wollt. Ich bleib noch ein bisschen drauf. Normalerweise gibt es irgendwann eine Meldung, wenn die Daten komplett abgegriffen haben. Ja, da bleib ich auch noch drauf. Stört mich nicht. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, ich gehe mal eine rauchen. Da ist aber auch einer erleichtert jetzt. Ja. Stark gemacht. Ja, ich hätte auch gerne noch ein bisschen mehr geschafft. Ach, Totzi, alles gut. War wirklich sehr, sehr ordentlich von beiden. Ich kann das bei dir verstehen, weil du gesehen hast, was noch drin ist, ne, im Delta. Mm, so, ja. Das triggert mich dann auch immer, wenn man es dann nicht zu Ende bringt. Aber das ist halt auch eine theoretische Zeit, die da oben steht, ne? So, ja, weiß schon. Und von den 6 Zehnteln, die da hast, hast du 2,5, 3 hast du über die Ziellinie gebracht. Das heißt, da lagen noch irgendwo 3. Das kann ich schon verstehen, aber das ist. Manchmal guck dir Christian an, ne? Ist tendenziell auch schneller als du eigentlich. So, und ist jetzt, glaube ich, eine 56,3 gefahren. Also langsamer als du, glaube ich, ne? Hast du eine 56,1 gehabt? Oder eine 56,5? Nee, 56,4 oder 5 hatte ich, ja. Ja. Also. Oh. Aber die gehen ja alle schon runter. War Christian jetzt auch nicht. War vielleicht 2 Zehntel schneller als du. Mhm. Alles gut. Dafür ist das hier halt auch ein Team-Qualifying, ne? So, du musst halt 2 Zeiten haben, die gut sind, damit du weit vorne stehst. Ja. Und ich denke, wir haben uns da ganz gut gespielt. Eine Sekunde liegen wir auseinander, ich und Buschi. Oh, aber die lagen wir auch im Training auseinander. Also die hänge ich auch hinter Buschi. Das ist so das, die Sekunde, die. Die halt da ist. Mhm. Jo. So, fast alle runtergegangen. Ja, dann gehe ich jetzt auch runter. Ja, 1,56,6 bin ich sogar was gefahren. Ja, gut. Aber ich glaube, Christian ist jetzt am Ende dann eine 1,56,3 gefahren. Also. Nee, 2,45 ist er gefahren. Ja. Dann sind es so 4 Zehntel, aber. Ach, jetzt wird gerade noch diskutiert, okay. Wird diskutiert? Ja, bei der Leitung. Die werden gerade aus wahrscheinlich. Sind sie hier auf dem Discord oder was? Naja, die haben da meistens die Streams laufen, weil du kein Video über TeamSpeak machen kannst, deswegen fahren die parallel. Ah, okay. Also die sprechen in der Regel über TeamSpeak und haben aber hier die Streams laufen, um einheitliches Bild zu haben. Aber guck dir mal vom Split 1 einfach nur die ersten Trainingsergebnisse an, ne? Also vom Q1 quasi. Da fährt der schlechteste eine 1,54,9. Da sind wir weit weg. Der schlechteste. Super Pole haben fährt Danny, oder was? Ja. Also ich sehe das ja, ne? Also. Ja, da sehe ich mich auch. Ja. Danny nicht. Dani sieht sich da nicht. Die wird aber auch nicht gefragt. Hören wir alle runter, wa? Ja, glaube schon. Ja. Naja, ist doch fast keiner mehr drauf. Keine Ahnung, war zu ungeduldig und zu rutschig. Hier die Teams für die Superpole im Split 1. Prima. Ah ja, okay. Also ja, guck mal. Aeron, die sind stark. Firefly Gold ist der Titelverteidiger vom letzten Jahr. Deswegen, also Start Nummer 1, ne? Ist der Titelverteidiger vom letzten Jahr. Aeron, Gopum. Aber guck dir mal, du siehst ja jetzt die letzte Spalte in der Auflistung, ne? Das ist die Durchschnittszeit quasi. Aus den beiden vorderen Zeiten, das letzte ist die Durchschnittszeit. Und da zwischen P1 und P2 quasi schon 6 Zehntel im Durchschnitt.
Ja, du hast Mavix. Hm? Das ist heftig. Und im Durchschnitt zwischen der ersten Zeit vom Mavix und der letzten Zeit im Split 1 für die Superpole ungefähr eine Sekunde. Und da ist der erste Fahrer ist eine 54,3 gefahren und der zweite Fahrer eine 53,9. Und damit kommst du so gerade eben in die Superpole von Split 1. Ja. Das ist schon abartig schnell. Ja gut, wir werden keine Superpole fahren. Und dazu waren zu viele vor uns. Aber der Aero, jetzt wissen wir es gleich, der Aero Griffins ist der alleine gefahren, oder was? Weil der zweite Fahrer eine 31,23 Zeit gesetzt hat. Der ist gar nicht gefahren, glaube ich. Gott sei Dank, wir brauchen nicht fahren. Da ist aber einer ausgeschwärzt. 5, 6, also, das sind auch nur 9. Warum sind das nur 9? Ja, weil einer schwarz ist. Das Überraschungsteam. Was, es gibt ein Überraschungsteam oder was? Keine Ahnung. Ja, überleg mal, mit einer Gap von 55,4, also da können wir gar nicht sein. Da kommen wir rechnerisch ja gar nicht hin. Ich bin da, was habe ich gefahren? 55,5? 2. 55,3, noch irgendwas. Ja, und du eine 56 irgendwas, da kommen wir da gar nicht hin. Gott sei Dank. Ach, da oben, da steht noch, das erste Team ist Falcon. Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Nee, es sind 10. Okay. Ja, die eine ist farblich anders oben, stimmt. Ja. Deswegen, ich habe nur die roten gezählt. Ich denke mal, das rote, was da durchgestrichen ist, das war Mavix wahrscheinlich. Ich bin gespannt, auf welchen Split wir rauskommen. Auf welchen Platz. Ja, gut. Was tippt ihr? Ich sag mal irgendwie 21 bis 23, irgendwie so. Denke ich. Totzi hatte 25, glaube ich. Du warst jetzt 13. Ja, vielleicht könnte es auch P18 werden, tatsächlich. Ja. Okay. Marcel sagt auch 23. Ich sag 21. Ach, Marcel, bei dir im Stream, ne? Ja. Okay. Hallo, Marcel. Ah, Christian sagte, er hat heute keine Runde hingekriegt, war zu ungeduldig und zu rutschig. Oh, rutschig fand ich es gar nicht. Ja, es ging eigentlich. Das Danny sagt Platz 19, tippt sie. Er hat sie mir auch gerade geschrieben. Ja, Christian, aber du weißt ja, in einer Woche 24 Stunden Zeit, ne? Also es ist die Startposition gar nicht so entscheidend. Schreibst du jetzt mal zwei Splits rein, oder wie? In zwei Streams. Häng dich einfach bei mir hinten dran und dann flügen wir durchs Feld. Die Superpole-Server sind verfügbar. Alle oben aufgeführten Teams gehen bitte zeitnah auf ihren Server. Tobi, einmal für dich. Hallo, Grand Misère, du Tots. Grand Misère. Soll ich mal kurz alleine lassen, dann geh ich nochmal raus. Was fährst du? Sind 3 und 4, okay. Siehst du, ja, die warten auch mit Christian, bis sich der Verkehr erledigt hat. Ja, wirst du wahrscheinlich mit André fahren müssen. Müssen, werden, dürfen. Können. Warte mal, guck ich gleich. Nee, was fährt? Wie kriegst du 3 und 4? Ich glaube, ich fahre später. Ich habe da mit Danny nochmal getauscht. Ja, warte, ich guck gerade. 3 ist Danny. Ah, mit Danny, okay. Und danach müsste André dran sein. Ja, dann fährt er. Denkst du, wie es auch schon fährt, er gleich einen Doppelstint. Ja, ist ja gut. Ja. Wer fährt denn den Start, wenn sie das verraten möchten? Du fährst im zweiten Stint vom Christian Verstug an. Ja, ist so, okay. Ist der Christian schon müde gespielt? Fährt Uwe den Start oder Alex? Den vierten Mann bei euch kenne ich, glaube ich. Er sagt mir auch der Name. Jetzt müssen wir so oder so warten, bis die Splits durch sind, ne? Die Superpole. Ja. Also
Würde ja sonst keinen Sinn machen. Ah, okay. Alex fährt den Start. Okay. Herr Maurer. Ja, ich bin gerade überlegen, wie ich das mit dem Stream mache, weil ich kann natürlich damit jetzt der, nicht... Damit der Disconnect gleich am Anfang weg ist, oder was? Christian fährt viel in der Nacht. Ja. Achso, Split 2, die Superpol wird dann auch nicht übertragen, ne? Nein. Was hoffentlich nicht? Fragte Christian. Bitte? Sagte Christian im Hoffentlich nicht, ich glaube, der bezieht sich auf den Disconnect von Alex, der gleich am Anfang. Achso, okay. Das hoffe ich für euch auch nicht. Nee, das hoffen wir natürlich nicht, aber die hatten in Misano, glaube ich, haben da in die Scheiße gegriffen. Das hat die halt auch echt irgendwie 2 oder 3 Runden gekostet. Also pass auf, ne? Ich mach's mal laut und deutlich. Ich klopf auf Holz. Wie ist der nochmal? Chris Racing? Chris Racing, ja. Ja, aber das ist ja Split 1, da haben wir ja gar nichts mit. Bevor dein Zahnfleisch aber nimm grün. Kann man ja mal laufen lassen. Silver Raiden oder was? Silver Raiden oder? Rüber Raiden mit meinen 7 Zuschauern? Nein, ich unterhalte meine 7 Zuschauer selber. Okay, Entschuldigung. Bin mir nur nicht sicher, wie das ist, ob ich den Stream streamen darf. Ich glaube, das dürfte man nicht. Gut, aber siehst du, man kann auch als Spectator drauf gehen, oder nicht? Ja, das war zumindest mal so. Aber jetzt gerade haben sie ja geschrieben, die Teams, die oben aufgeführten, naja, zeitnah auf den Server, von daher knalle ich da jetzt nicht drauf. Das heißt, wie lange müssen wir jetzt warten? 3/4 Stunde ungefähr, ne? Nee, die Superpoles finden beide parallel statt. Also hier Split 1 ist gerade noch ein bisschen Free Practice. So rein. Naja, da lasse ich mir auch noch was einfallen, dass ihr mit den Schlappen irgendwas machen könnt. Ich muss mir erstmal ein Mischpult organisieren. Auf den Asphalt bringen. Christian sagt 3 Runden im ersten Stint hat den der Disconnect gekostet. Sofern es die denn gibt. In Misano. Ja. Oder zumindest die im Qualifying gut zurechtkommen. Jetzt gehe ich aber mit einem kleinen Rauchen gleich. Ja. Auch Leute, die im Qualifying jetzt nicht so stark sind. Ja, kann euch jetzt hier bildmäßig nicht mehr viel anbieten. Könnte hier noch ein. Werbung laufen lassen. Ihr seid aber audiomäßig weiterhin dabei. Ihr könnt uns ja so ein bisschen on the fly kommentieren. Ja, wir können ja sonst mal so lange durchgehen, wer jetzt hier wo platziert ist in der Meisterschaft. Wir gucken mal beim Team Firefly E-Racing Gold mit der Startnummer 1. Die sind 13. in der Gesamtwertung. Also gute Chance. Was? Die Bild? Dann haben wir hier Scopum Racing Bild? Green, die 127. Die Bild, krass Schule, Danny. In der Gesamtwertung. Also auch die gute Chance nochmal ordentlich was gut zu machen. Also Bild sprach zuerst mit dem Toten. Ja. Nummer 21, das sind die Gesamtführenden im Moment. Also die kennen sich hier vorne aus. Offermann, aber das ist nicht Marc, ne? Basti. Hat der was mit Marc Offermann zu tun? Ich glaube nicht, ne? Lief ja heute doch sehr gut. Der war ja grundsätzlich auch mal schnell. Wir starten pünktlich 20.50 Uhr zur Superpole. Jetzt. Okay. Fahren. Ja, die wird ja auch nochmal grob eine halbe Stunde gehen.
Gerd van Dreuten, die Superpol. Das sitzt er anscheinend noch im Auto. Das ist gut möglich. Lässt sich der Herr Mabix nicht dazu herab, selber die Superpol. Na, warum soll er es denn tun? Ja, van Dreuten ist schnell genug, ne? Ja. Wenn man sich die zwei Zeiten aus den Splits anschaut. Aber es ist okay, dass die Split 1 fahren, ey, Hauptsache weg. Ist auch weniger Aufmerksamkeit hier irgendwie auf Split 2, das ist okay. Dann haben wir Herr Stubenrauch, 919, Platz 12. Also vielleicht geht's hier ja in die Top 10 nach dem Rennen am nächsten. So, seh zu, ich muss gleich zum Dönermann. Ist für T3 Motorsport unterwegs. So, nicht gleich verpassen, der erste. Ne, ist noch nicht unterwegs. 186, da haben wir den 9. Platz, also sind hier in den Top 10. Und die kennen sich hier aus. Niklas Groß fürs Racewerk unterwegs mit der 27. 74. Position. Haben die auch noch kein Rennen gefahren wahrscheinlich. So, alles wartet noch. Oh, Marco Mollinger. 20.51 Uhr. Ich weiß nicht, was hier mit der Orga los ist. Wir hängen eine Minute. Racing-Team. Ja. Ist ja wie bei der Deutschen Bahn hier. Position. Also haben wir fast beziehungsweise wie bei Jesus Christus. Da glaubten die Menschen auch, dass er kommt. Wussten nur nicht wann. So ähnlich ist das mit der Deutschen Bahn. Oder hier mit der Superpol. Oh, da geht der Erste auf die Strecke. Ew. Das ist ein Gewinner. Der Gewinner. McLaren. Ich glaube, das ist von Scorpum Racing. Oder wie heißen? Ja, von oben nach unten gelesen. Schön im Dunkeln, geil. Also, tut mir leid, aber... Ah, schön, mit die letzten Schnippi. Kurven schon mal mit. Ist das schon auf einer gezeiteten eigentlich? Nee, ne? Da siehst du, haben wir doch noch nichts verpasst. Alles gut. Jetzt geht er auf seine gezeitete. Schon recht dunkel, muss man sagen. Mal gucken, ob das vielleicht noch Einfluss hat, hier im Dunkeln zu fahren. Ist ja doch mal noch ein bisschen was anderes. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal mit. Die an dieser Kameraeinstellung so geil finden, weiß ich. Das verstehe ich auch nicht. Du sitzt irgendwie quer, du siehst das eine nicht richtig, du siehst das andere nicht. Ja, du siehst auch die Füße so ein bisschen, ne? Aber dann mach doch lieber die richtige Cockpit-Cam an. Der Andi macht das ja auch ganz gerne, ne? So mit dieser Cockpit-Kamera. Ja. Muss er ein bisschen korrigieren. Die korrigieren müssen. Ja, das ist die Krux. Aber weiterhin eine gültige Runde, das ist das Superpol. Allein dadurch kann man vielleicht nochmal eins machen. Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Du or die. Guckst du gerade bei Chris zu, ne? Manche lassen sich dann ein bisschen raustragen mit zwei Scheitelpunkten. Oh, ich würde mich jetzt. Oh, wir können ja gerade nichts machen außer warten. Ja, ich gehe jetzt ein bisschen auf Zoll davon. Aber ein bisschen was sollte man schon fahren noch. Bin noch gar nichts gefahren. Ich auch nicht, mache ich aber dann morgen. Heute werde ich jetzt gleich, wenn hier Papol erledigt ist, mache ich den Stream aus und dann fahre ich erstmal zum Dönermann und hole mir noch was zu essen. Und können wir vielleicht noch ein bisschen über das Ergebnis philosophieren und dann gleich die erste gezeitete Runde, an der sich dann alle messen müssen. Jetzt auch hier nur laufen, damit ich ungefähr weiß, so, ob die Superpol Split 2 zu Ende sein wird. Parallel gefahren. Coca-Cola-Kurve. Körb mit, das funktioniert ja. Schön eng bleiben. Ah, ja, auch eine kleine Korrektur. Gucken wir mal, also es wird keine richtige Topzeit. 54, 55, 56. 53. Doch, eine recht super, möchte ich meinen. Ja, also keine Topzeit ist auch falsch, ne? Das ist echt schwer. Ja. Aber dafür, dass er da unten so einen Quersteher drin hatte, war das deutlich schneller, als ich es dann gedacht hätte. Den nicht drin gehabt hätte. Mehr jo, Christian, bis die Tage. Grüße an deine Mädels. Nicht, dass er den Gewinner da vorne gleich noch einholt. Aber im Zweifel wird er da vorne eh Platz machen. McLaren gesteuert von Herrn Offermann. Das ist das Team von T3 Motorsport.
sind im Qualifying gefahren eine 53,8 und eine 54,3. Macht im Durchschnitt eine 54,1. Wenn schwarz wird oder grau hinterlegt, dann ist es eine ungültige Runde. Was bis jetzt hier nicht der Fall ist, wie 186. Marius gibt Gas, ja. Das mache ich, danke. Schöne gelbe Beleuchtung hier, die LED-Lampen an der Seite. Schönste Lackierung hast du nicht gesehen, Chris. Sieht man tagsüber jetzt auch nicht. Schönste Lackierung hat man. Nachts sieht man es natürlich ein bisschen besser. Frage. Jetzt Anfahrt auf die Wedol-Schikane. Links, so, wenn er den rechts. Jetzt vom ersten Hütchen nochmal weggeschossen. Jetzt Coca-Cola-Kurve. Gar nicht so schlecht. Gucken wir mal, wie es kommt. Letzte Kurve über den Curb. Und das ist eine. Oh, ganz, ganz knapp. Oh. 300stel nur. 300stel. Also. Hinter der ersten Zeit. Mal sehen, ob es so bleibt. 44. Auf der nächsten Runde hier. Marius 30, Fortune Hunter Racing. Krass. Jungs, ich werde aber mal rübergehen zu den anderen. Jo. Könnt ihr mich ja mal antickern, wenn es dann da ist, dann können wir noch mal kurz quatschen. Jo. Alles klar, bis dann. Tschüss. Also vielleicht haben die Reifendrücke doch nicht ganz gepasst. Aber damit hat natürlich hier jeder zu kämpfen. Mal gucken, wie das Team hier von Marius 30 das auf die Reihe bekommt. Müssen halt da sein. Bisschen mehr Luft rein. Momentchen mitfahren beim Rechtslenker. Eine etwas andere Ansicht als bei den meisten anderen Autos. Nee, richtig warm kriegt man sie nicht. Drücke könnte man ja noch korrigieren, indem man zu viel am Anfang reinmacht vielleicht, aber das ist halt echt schwierig. So, ja, das sieht nach einer ungültigen aus. Das hast du sehr gut gesehen. Delta ist grau hinterlegt. Also wird das wohl nicht nach vorne gehen. Ah, oh, da haben wir eine ungültige Runde. Direkt in die Box fahren, gucken wir mal. Die Nummer 13. Fortune Hunter. Nein, da hast du aber kein Fortune gehabt jetzt. Nö. Fortune Hunter Racing im Bentley. Anscheinend ungültige Runde. Okay, fährt die Runde zu Ende. Doch nicht. Müsste aber eigentlich ungültig sein. Ja, so ist es auch. So, als nächstes haben wir die 127. Smokepunkt Racing Green in Porsche unterwegs. Genau. Jetzt die 127. Scorpion Racing Green. Jetzt kommt auch der nächste aus der Box. 54,1 und 54,0 gefahren. 54,05 dann im Durchschnitt. Also zwei sehr ähnliche Fahrer gehabt anscheinend im Quali. Ist jetzt auf jeden Fall eine gültige Runde. Sofern sie gültig bleibt, ist es zumindest mal der 9. Platz. Ich weiß gerade nicht, warum wir 11 Leute auf dem Server haben. Aber bis jetzt stimmt die Reihenfolge. Nächste 118, danach kommt die 919, Enduro Griffins. Hahaha.
Passe erwarten, ne? Auch überlegen, ob ich jetzt noch hier bleibe oder nicht den Stream einfach Stream sein lasse und ja, einfach mein Essen hole. Oder nicht, wenn da nicht gerade einer komplett. Ich nehme mich auch eine gute. Ja, neben die Strecke. Ja, rein theoretisch dafür Stream laufen lassen ist ja auch Quatsch, ne? Nicht so viel ja. Mitnehmen, das mag schon. Vor allem, weil sich jetzt auch ganz viele Zuschauer verabschiedet haben. Unbedingt. Ich kann ja noch mal so, das kann das ja mal ausprobieren. Aus, er jetzt hier der Burschi bleibt ja vielleicht noch auf Sendung. Nee, ich auch nicht. Du auch nicht? Dann brauche ich. Nein, ich werde dann auch noch was futtern und so. Dann brauche ich nicht rüber raiden. Nein, das ist richtig. Das macht dann keinen Sinn. Ich glaube, der Van Kreisel braucht meine zwei Zuschauer nicht. ja, dann lassen wir das. Oh. Hat trotzdem Spaß gemacht. Zwei richtig gute Fahrer dabei gehabt, die richtig Gas gegeben haben. Wir schauen mal, was dann am Endeffekt dann für eine Startposition dabei rauskommt. Und dann sehen wir uns aller spätestens einer Woche zum Start des 24ers, irgendwann so zur Kaffeekuchenzeit. 14, 14.30, 15 Uhr. Geht es dann hier los? Vorher noch am Dienstag GT3 Gentleman's Cup, am Donnerstag Rookie Cup, am Mittwoch eventuell Vorbereitungen noch bei Falcon Sim Racing und zwischendurch vielleicht immer mal wieder GT7 oder Civilization 6. Mal schauen. Ich bin noch da, Dani, das weiß ich doch. Aber wir können uns auch auf den anderen Kanälen dann gleich noch weiter unterhalten. Hier würde ich sagen, schlagen wir jetzt ein Ei drüber und ich hole mir was zu essen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an unsere grandiosen und schnellen Fahrer. Habt eine gute Zeit. Stay tuned. Keep.